Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode der YouTuber Promotion von der Watchlist 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir wirklich drei Spitzenkandidaten, die ich eigentlich nicht in ersten, zweiten und dritten Platz einstufen dürfte. Aber okay, jeder hat da so seine Stärken und Schwächen. Ansonsten habe ich die Organisation ein bisschen anders gemacht. Diesmal habe ich einen Trailer von dem jeweiligen YouTuber als Anfang mit eingefügt. Einer hatte leider keinen, da habe ich mir schnell mal was zusammengeschnitten. Und ich hoffe, die Stelle ist nicht allzu schlecht gewählt. Ansonsten bekommt ihr danach noch das Gameplay des jeweiligen YouTubers. Und dann würde ich sagen, genug rumgeredet, her mit dem dritten Platz. Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Mikosch und ihr seht hier ein Gameplay von mir zu Black Ops 2. Ich habe da einfach Waffenspiel gespielt, weil ich das eigentlich mal ganz cool fand, so ein kleines Partyspiel zu spielen. Macht ein bisschen Laune, ist ein bisschen Abwechslung und so. Und ja, ich habe das Gameplay einfach ausgewählt. Warum, das werdet ihr am Ende sehen, warum ich das ausgewählt habe. Nun, worüber möchte ich heute mit euch reden? Es geht jetzt eigentlich allgemein darum, für die Zuschauer, die mich jetzt noch nicht großartig kennen, beziehungsweise die, die sich jetzt fragen, ja, was kommt denn noch so bei dir? Da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein Video, was ihr so bei mir noch erwarten könnt und ja. Und da habe ich mich halt dafür entschieden, jetzt Commentaries zu machen und die Let's Plays vielleicht als ein Spezial oder sowas ähnliches dann immer noch in der Hinterhand behalten zu können. Und ja, wie gesagt, habe ich mich jetzt auf die Commentaries spezialisiert. Dazu, ja, sind verschiedene Spiele, mal Black Ops, mal Modern Warfare 2, mal Battlefield 3, mal Battlefield 4 und so weiter und so fort. Halt so, was man halt als Commentary verwenden kann, und das sind nun mal halt meistens, oder eigentlich fast immer meiner Meinung nach, Shooter. Und ja, passt halt am besten. So, was habt ihr denn außer Commentaries bei mir noch zu erwarten? Ganz einfach, mein Kanalname heißt Mikosch Games und das nicht ohne Grund. Ja, Mikosch Games, das steht zum einen für mich als, also Mikosch ist mein, ich sag mal, Spitzname. Den haben Freundinnen von mir damals mal erfunden. Wie die darauf gekommen sind, wissen sie, glaube ich, selber nicht. Auf jeden Fall, ja, und Games steht halt einfach dafür, dass es nicht irgendwie jetzt nur eine Sparte in der Game-Szene ist, beispielsweise nur Commentaries oder so, sondern wirklich so das Ganze drumherum so ein bisschen auffangen soll. Ja, sorry Mikosch, dass ich dich da unterbrechen musste, aber die Zeit ist nun vorbei und es muss natürlich auch weitergehen. Aber trotzdem nochmal von mir herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Und hier gehen wir auch gleich nochmal auf deinen Kanal hoch. An alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Mikosch Games ist ein YouTuber-Kanal, auf dem hauptsächlich Commentaries hochgeladen werden, wie beispielsweise von COD oder Battlefield 4. Also wenn euch sowas interessiert, werft doch einfach mal einen Blick darauf und wir werden das Ganze auch nicht weiter ausweiten, denn das Video soll nicht allzu lang werden. Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Mikosch und ihr seht hier ein von mir erspieltes Gameplay von Black Ops 2. Gespielt wurde Hardcore Team Deathmatch auf der Karte Hijacked. Im Gepäck habe ich meine MSMC mit dem Charlie, dem Griff und dem Schnellfeuer und das zusammen mit den Messern als Sekundärwaffe. Nun, heute möchte ich mal zwei Themen ansprechen, und zwar zum ersten, das wird von mir wahrscheinlich oder mitunter mein letztes Video sein zu Black Ops 2, denn ich hole mir heute Call of Duty Ghosts und dafür verkaufe ich zwei Spiele, und zwar Tomb Raider und Black Ops 2. Ja, warum mache ich das? Ist ganz einfach, bei uns gibt es einen Laden, den möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht nennen, aber Leute, die den kennen, oder ja, die den kennen, die vielleicht auch selber da kaufen, die wissen, was ich meine. Man kann da gewisse Spiele, die sind auf einer Liste immer drauf und die kann man dann halt, ja, dafür umtauschen, und dann zahlt man halt für das neueste Spiel dann halt nur noch 10 Euro. Und das wollte ich halt gern in Angriff nehmen. Ich hatte sowieso nicht großartig vor, mir für Black Ops 2 jetzt noch irgendwie Karten zu besorgen oder so, da ich denke, dass da sowieso auf den Server nicht mehr so viel los sein wird. Und deswegen, ja, eigentlich wollte ich mir Ghost gar nicht erst kaufen, aber ich habe mir gedacht, ach, nachher ist doch sowieso wieder Gruppenzwang. Meine Leute, meine Clan und so, die werden sich das sowieso alle wieder kaufen und dann bin ich sowieso wieder mit dabei. So, das war jetzt mal zu dem Thema und jetzt zum zweiten Thema. Ja, wie gesagt, ich kaufe mir heute Call of Duty Ghosts und bereits gestern hat Commander Krieger auf seinem Kanal ein Video hochgeladen, und zwar hat er verkündet,
Call of Duty Ghost wurde schon vor Release, also vor dem eigentlichen Erscheinen heute, bereits gehackt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Infinity Ward, Activision, super gemacht, echt. So, und kommen wir nun zum zweiten Platz. Und damit möchte ich gern alle meine weiblichen Zuschauerinnen ansprechen. Denn jetzt kommt ein Trailer einer YouTuberin. Also, viel Spaß dabei. Dann wollen wir den Krauts mal ein bisschen einheizen. Ah, wie cool ist das denn, ey? Ich muss das Amulett auf die Stelle richten, die der Drache angreifen soll. Okay. Guck mal, da drüben ist doch der Voodoo-Laden. Vielleicht gibt's da ja irgendwas. Wir gucken mal. Die könnten doch so allerlei Zeug haben. Oh, hier ist eine Lore. Eine Lore. Ich will sie. Hurry! Los, rüber, rüber, rüber. Rein. Ja, los, rein da. Nicht reden. Mach, mach, mach. Oh Gott, Clementine. Ich finde mich doch hier alleine nicht zurecht. Ja klar, das ist nur Selbstschutz, ne? Natürlich. War mir ja klar. Warum? So. Ja, warum ist da ein Loch in der Wand? Das weiß ich auch nicht so genau. Anybody there? Ja, ich muss ja auch einen an der Klatsche haben. Ist da irgendjemand? Oh oh. Tun in unserem Urlaub? Selbst im Urlaub kann ich nicht aus der Rolle, die mir diese gemeine und ungerechte Gesellschaft aufgezwungen hat. Was ist nur aus den Errungenschaften der Emanzipation geworden? Sie kann meine Gedanken lesen. Sehr schön. Fuck off, jetzt ist auch noch Strom alle. Was ist denn hier los, Mensch? Jetzt hätte ich gerade gesagt, damit ich meinen Busch trimmen kann, aber... Ne? Ja, lassen wir das lieber. Was ist hier denn? Was war das denn? Oh nein, was ist hier passiert? Oh nein, wir haben ein Schiff... Und... Präsident, einer unserer Tanker, die Nueve Titanica, hat in der Karibischen See einen Eisberg gerammt. Na, wo hat er den denn gefunden? Ja, Damakash, der zweite Platz, der geht an dich. Herzlichen Glückwunsch dafür auch nochmal von mir. Und dann würde ich sagen, werfen wir doch mal einen Blick auf deinen Kanal. Wie es sich gehört, den ganzen Kanal in Pink. Also nochmal an die Zuschauer, wenn ihr es noch nicht bemerkt habt, die Damakash hat ein sehr breites Feld an Let's Plays. Also ihr findet dort wirklich einige Sachen, die euch interessieren könnten. Also werft doch mal einen Blick auf ihren Kanal und vielleicht findet ihr auch euren Geschmack dabei. Jetzt nochmal ein kleines Gameplay von ihr und dann kommen wir auch schon zum ersten Platz. An den coolen Freak überhaupt nicht mehr erinnern. So, jetzt kann ich dir antworten, Kathi. Ich wollte die Videosequenz doch eben durchlaufen lassen. Ach ja, ach, sorry. Ja, macht nichts. Ach so, jetzt müssen wir noch zu Madame Rochette zurückkehren. Okay, siehst du. Ja, ein. Bei mir ist da nichts. Bei mir war da nichts drin, du gerade, deswegen war ich so überrascht. Der Katzengott Stufe 1 abgeschlossen. Ja. Ach so, und die ist jetzt auch wiederholbar, ne? Die Quest hier, oder? Hier drin. Also den Dungeon kommt öfter. Luca, du Arschloch. Er hat mir so ein Weinglas geschenkt. So, ja. Er trinkt eine Runde mit mir, ne? Ja. Ich trink's, ich bin tot. Oh, gibt's die jetzt wieder? Die gab's letztes Jahr. Die gab's schon immer, aber ein Cousin hat Club und drin. Ah, da gibt's Alter. Die jetzt. Okay, ja. Ja, das ist total gemein. Kanntest du die nicht, Kathi? Nee, ich spiele auch erst seit ein paar Monaten. Ach so, ja, aber das hätte... ist, ja, das gibt's schon länger tatsächlich. Huch, ich bin hier falsch gelaufen. Das gibt's schon länger. Ja, das ist das Buff-Food der anderen Art und Weise. Das ist echt gemein. Oh, ein Weinglas, wie schön. Ja, das ist gemein. Der Netzpanduka und dann, okay. Ja, du weißt doch, dass da eigentlich nichts Gutes müssen. Herkommen kann. Ja, ich hätte es wissen müssen. Ich wollte gerade sagen, da kann doch nichts Gutes herkommen. Egal, ich hab's trotzdem gemacht aus reiner Neugier. Ja. Das ist nämlich das Anti-Buff-Food sozusagen. Das kannst du dann allen Leuten andrehen, die du nicht so... Also ich stelle mich gleich nach Kingsbau und verteile die Dinger. Oh, du bist ja gemein. Hier, die Katze ist cool, ne? Aber die gibt's hier nirgends, oder? Diese schwarze mit so einem grünen Schimmer, die finde ich nämlich total cool. War das nicht die Jade, die Templer? Das weiß ich nicht. Oh, die finde ich auf alle Fälle ganz cool. Also die hätte ich es gerne. Es gibt nur eine Katze.
Ja, kommen wir nun zum ersten Platz, einem ziemlich ruhigen Kollegen. Ich hoffe, der Trailer schreckt euch nicht allzu sehr ab, aber ich kann euch sagen, dranbleiben lohnt sich. Auf dem ersten Platz, auch so ein schwieriger Name, Trilophysis. Herzlichen Glückwunsch. Und ich versuche das Ganze mal ein bisschen chilliger rüberzubringen, weil du bist mir auch schon so ein chilliger Typ. Warum er auf dem ersten Platz? Ich glaube, das werdet ihr spätestens nach dem Gameplay rausbekommen. Also wenn ihr mal auf ruhige, chillige Nächte steht und einfach nur mal entspannen wollt nach eurer Arbeit oder vom Studium oder von der Schule, dann ist dieser Kollege hier wirklich die 1A-Wahl. Trilophysis ist schon 3 Jahre auf YouTube und hat leider noch nicht so viele Abonnenten, was mich schon ein bisschen wundert. Also Leute, ein Abo schadet euch und ihm nicht. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Ich würde euch noch empfehlen, bis zum Ende zu warten, denn da habe ich noch ein paar kleine Worte für euch. Willkommen in dieser unheilvollen Teufelsgruft. Teufelshöhle? Ich muss meine Gegner jetzt mit der Axt bekämpfen. Die Teufelsspalte hat es in sich, die ist total verzweigt. Stalker ist hinten gerade in Gefahr. Ich eile zu ihm, wenn ich ihn finde. Ansonsten verlaufe ich mich und finde den Weg nie hier wieder. Hier ist übrigens Sackgasse, hier ist nichts mehr. Hier ist auch keine Rohstoffe. Ich hab auch kein Schwert mehr. Hast du noch ein Schwert oder so? Kein Schwert. Okay. Ich hab auch. Ich hab Holz. Das ist ja, dann geht's doch. So, dann kann ich. Workbank hab ich auch. So, dann kann ich jetzt erstmal. Ich muss erstmal Stickies machen. Jetzt habe ich eine Tür gemacht. Wegen dir. Oh, Entschuldigung. Wie viel Holz schuld ich dir? 3. Ist doch Wurst, ey. Nee, ist Holz. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich stelle jetzt hier eine Tür hin, einfach. So. Ja. So. Bitte? Ja, oh. Als wenn es jetzt um das Holz geht. Ist doch Wurst. Nee, ist Holz hier. Gutes Holz. Ist aber gutes Holz. Ich brauch kein Holz, danke. Ich hab Holz. Holzt dir ein? Ich hab Holzbeine. Ich bin ein Pirat, ich hab Holzbeine. Es raschelt links. Es raschelt. Auch nicht schlecht. Backbank nehme ich mit. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Videos und ich hoffe, euch hat's gefallen. Nur noch ein paar abschließende Worte von mir. Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass ich die Musik versucht habe, den einzelnen YouTubern anzupassen. Und so auch dieser Situation hier. Ich habe eine ich habe eine nicht so gute Nachricht für euch. Und zwar werde ich dieses Projekt erstmal auf Eis legen, beziehungsweise ganz abbrechen. Ja, die meisten mögen es vielleicht nicht mitbekommen, aber dieses Projekt macht wirklich eine Heidenarbeit. Und so viel Zeit habe ich manchmal auch wirklich nicht und manchmal auch nicht so viel Lust. Das erste Video zu machen hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber beim zweiten, war es schon mal nicht so toll jetzt wie beim ersten Mal. Und da möchte ich ein drittes Video eigentlich gar nicht mehr riskieren. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, euch haben meine beiden Promotion-Videos gezeigt, dass es auch noch gute YouTuber auf YouTube gibt.
mit kleinen Abonnentenzahlen, die auch sehr schön Content bringen können. Ja gut, genug Rumgerede. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen und dann sehen wir uns demnächst. Reingehauen. Ja, ihr denkt doch nicht wirklich, dass jetzt schon zu Ende ist, ey. Ich hab euch doch nur verarscht. Ich mach weiter. Nee, Scherz. Okay, das war fies. Ich hab euch hier wieder verarscht. Ich mach wirklich nicht weiter. Das Projekt wird jetzt abgebrochen. Aber ich wollte die Stimmung einfach nur nochmal auflockern. Und ja, der Spoonie macht auch noch Videos. Also einfach mal auf meinen Kanal gehen. Ich mach natürlich weiter Videos. Ich fange demnächst mit Minecraft an, wen das alles interessiert. Ansonsten spiele ich dann auch noch mit dem Silo, der Platz 1 aus der Promotion 1 geworden ist. Wir spielen ein bisschen Chivalry und werden ein paar Köpfe abhacken. Und ja, ich glaube Bioshock Infinite nähert sich auch langsam dem Ende an. Also, wenn euch das interessiert, startet doch einfach mal von neu an oder guckt euch gleich das Ende an. Wäre ja auch mal schön. Und ja, also, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig jetzt, dass ich das ganze Projekt jetzt abbreche. Wenn ihr mal Hilfe von mir wollt, einfach mal den Videolink per PN oder so schicken. Dann versuche ich euch so gut es geht weiterzuhelfen. Ja, das war es eigentlich alles schon. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, reingehauen.